Ich kann mich noch erinnern an Burghausen vor ein paar Jahren. Haben wir uns in der ersten Runde extrem schwer getan. Und erst im Elfmeterschießen sind wir weitergekommen und danach haben wir den Titel geholt. Die ersten Runden sind immer schwierig zu spielen. Und selbst wenn man mal 3-0 in Führung ist, man hat es auch gesehen bei Leverkusen, man muss immer aufpassen, weil die geben nie auf. Und für die ist das Spiel des Jahres und wenn nicht das Spiel des Jahrhunderts. Und das macht die vermeintlich Schwächeren so stark. Die Braunschweiger ein durchaus schwerer Gegner, dementsprechend akribisch die Vorbereitung des Rekordmeisters. Ich habe mir die Mühe gemacht, die zwei Spiele zu sehen, zu Hause gegen 60 München und in Alemannia Aachen. Und muss sagen, das ist eine Mannschaft, die gut strukturiert ist, die eine gute Defensivorganisation hat und auch Fußball spielen kann. Bei den Bayern fehlen Ribéry, Preno und auch Arjen Robben, der in München bleibt, um sich auf das Bundesligaspiel gegen Gladbach vorzubereiten. Die Aufstellung bleibt zwar noch geheim, aber einer ist fix in der Startelf. Es ist ja kein Geheimnis, dass Toni Kroos eine gute Vorbereitung gespielt hat, dass Toni sich meines Erachtens auch weiterentwickelt hat, auch in der physischen Präsenz. Dass er Fußball spielen kann, das weiß man sowieso. Ja, ich fühle mich auf jeden Fall gut. Ich glaube, dass es immer gut ist, wenn man eine ganze Vorbereitung mitmacht. Und ich war ja jetzt während der letzten Saison verletzt. Das hat natürlich dann auch, dadurch, dass es relativ lange gedauert hat, mich ein Stück weit zurückgeworfen dann, weil ich gerade vor der Verletzung eigentlich wieder richtig gut drauf war. Ich denke, dass ich jetzt wieder da angekommen bin und so muss es jetzt weitergehen. Braunschweig gegen Bayern. Zweite gegen Erste Liga, Zweitliga-Aufsteiger gegen deutschen Rekordmeister. Hoffentlich wird auch am Montagabend der Klassenunterschied sichtbar sein. Energy.